Willkommen zurück zu Subnautica. Ist er noch da? Okay. Hab meinen Spielstand geladen und das scheiß Vieh ist weg. Ist interessant. Die Toten werden anscheinend... Oder hast du den? Hast du dich darum gekümmert, Brudi? Er sagt ja. Ist aber lieb von dir. Okay, wir sind das Problem los. Das finde ich schon mal gut. Wenn sich mal alle meine Probleme immer so lösen würden. Über Nacht in Rauch auflösen. Ich fände es gut. So. Wir schrauben mal hier den ganzen Kram rein, den wir nicht brauchen. Und was wir brauchen, ist Lithium, um den Zyklopen zu bauen. Und ja, würde ich nur sagen, machen wir uns auf den Weg. Was brauchen wir, wenn wir da hinfahren? Ein bisschen was zu trinken und zu essen. Das habe ich da eigentlich in der Seemotte schon. Auf der Insel brauchen wir auch nicht viel. Von daher, eigentlich sieht das alles ganz gut aus. Wir können mal die Alienbasen erkunden. Prinzipiell nicht jetzt sofort, aber die Alienbasen, die in der Nähe der Insel sind, wo wir jetzt ja hinwollen. Weil das natürlich interessant wäre für diese andere Geschichte in der Höhle. Ich kann mir vorstellen, dass wir bei den Alienbasen da diese gelben Tafeln finden. So, was machen wir denn jetzt immer aus? Seemotte, Seemotte, Rettungskapsel. Die Gazi-Höhle machen wir mal aus. Und die Blutranken. Wir wollen... Habe ich das eigentlich gar nicht umbenannt? Ich glaube, Signalboje 2 ist die. Die haben es nicht umbenannt. Das ist auch Aurora Treffpunkt Trockenes Land. Das ist gar nicht das, was ich will. Offizier Keen, Rettungskapsel 12, vermutete Gazi-Basis. Ich glaube, ich will zur Signalboje 2 nach Norden. Ja, das müsste die richtige sein. Die muss ich mal umbenennen. Erstmal ist das so nah. Und zweitens, ist das wirklich richtig? Na gut, wir fahren ja nicht weit und da werden wir es gleich feststellen. Ist auch ganz schön tief. Nee, es ist was anderes, offensichtlich. Ach, das habe ich aber den Wracks rausgelassen, glaube ich, um... einen Marker zu haben für Metallmüll. War da hier... Da war noch ein zweites Wrack in der Nähe, oder? Waren nicht zwei direkt beieinander hier? Okay, auf jeden Fall ist es nicht das, was ich jetzt gerade im Sinn hatte. Wir benennen die erstmal um und dann ist es... falsch. Metallschrott. Okay. Mich jetzt schon mit dem Messer hier ankommen. Der Arme. Vital signs stabilizing. Spatenfisch. Dann brauche ich jetzt gar nicht so sehr jagen, wenn wir gleich in den auf die Insel gehen. Ja, schönes Manöver. Wenn wir gleich auf die Insel gehen, da gibt es ja eh genug Früchte, die man mampfen kann. Okay, das war aber offensichtlich das Falsche. Jetzt mache ich dich einsteigen, bevor wir das PDA aufmachen. Degasi-Höhle. War es nicht in der Nähe von der Degasi-Höhle? Doch. Signalboje 5 und 3. Was immer. Das sind vermutete Degasi-Basis unten. Das haben wir jetzt ja inzwischen auch geklärt hier. Überreste eines hochrangigen Passagiers, die mir noch gar nicht angeguckt, muss auch mal demnächst machen. Aber ich will erstmal meinen Zyklopen. So. Das könnte hier sein. Wo ist denn das? Die Richtung. Das sind dann
auch schon die Nebelbänke da. Der Nebel, der sich da ansammelt. Aber das ist doch hier im Süden. Und es sind doch zwei. Das ist uns gerade so schlecht. Ich steig mal oben auf meine Motte rauf. So. Die steht schon leicht wieder runter. Nee. Okay. Also, da sieht man die eine Insel. Der Nebel verdeckt ist. Und da ist die andere. Sieht groß aus. Und das ist doch richtig, das ist Richtung Nord. Ich schwimme. Ah, muss aber übrigens aufpassen hier mit dem Scheiß. Reaper. Im Norden, Nordosten, so müsste die Insel sein, die ich eigentlich besuchen möchte. Und irgendeine Signalbrühe habe ich auch da, muss ich die mal umbenennen. Und die im Süden ist ja die erste Insel, die wir entdeckt haben. Ich glaube, die hier im Norden hat wesentlich mehr. Die wir übrigens jetzt schon mal. Was? Knochenhai. Das Abwehrsystem aktivieren wir schon mal. Warum sehe ich denn die Insel noch nicht? Langsam, wenn wir ihn hier. Ah, da! Die ist mal gut vom Nebel verdeckt. Wenn sie plötzlich zurückgeht. Die Gewässer rund um die Insel habe ich noch nicht so richtig erkundet. Bis auf die eine Höhle, die wir entdeckt haben. Oh, fucking Warp natürlich. Ja, wenn ich aber ins Flache gehe, sollte das sein. Das hängt hier immer rum. Der nervt den Arsch. Aber ich habe mal ein Abwehrsystem, wenn er mir auf den Keks geht. Blitzeln wir den weg. Und hier habe ich irgendwo eine Boje gelassen. Jetzt kann ich mir auch langsam wirklich merken, jetzt habe ich noch wirklich drauf geachtet, wo die ist, aber es schadet ja nicht. Da, Boje 5. Ja, hätte ich auch mal umbenennen können. Die Boje 5. Das hier mal mit dem flachen Wasser, ist da nicht irgendwie so ein scheiß Warper ankommt oder so. Au, ist mal gegen Schwimmen. Was ist das denn da? Das ist der Kretenfisch oder wie auch immer der heißt. So, wo ist jetzt die Boje da? Nordinsel. So. Die stehen schon lange auf der To-Do-Liste. Diese Alien-Basen, die ich nicht erledigen muss. Ganz kurz, wir machen mal die verschiedenen Bojen jetzt aus, die ich nicht brauche. Wir haben jetzt immer noch ein paar benannt, was ganz hilfreich ist. Sehr nahrhaft und geben vor allem auch ein bisschen Flüssigkeit. Sehr, sehr gut. Okay, schauen. So, jetzt wollen wir hier wieder in den Berg. Aber hier hatte ich doch auch noch unten. Da wollte ich von unten die Insel nochmal erkunden oder vielleicht auch drumherum fahren. Da hatte ich ja schon entdeckt, dass es da irgendwie einen See im Inneren gibt. So einen Schwarm erschrocken. Vielleicht sollte ich auch mal an anderen, mir auch schon, glaube ich, festgestellt, an einer anderen Seite anlanden, weil es vielleicht einfacher sein könnte, dann da reinzugehen, weil die Ressourcen an dieser Seite sind zum großen Teil ja auch schon aufgebraucht. Wie beim letzten Mal schon gekrallt, also wir müssen jetzt den ganzen Weg nach unten latschen erstmal. Wohl hier? Nee. Achso, jetzt bin ich hier schon. So schnell geht das. Ja gut, das wollte ich jetzt gerade nicht. Einen anderen Weg irgendwie.
Schaut, ob ich da noch einen Ressourcenknoten gesehen habe, aber glaube nicht. Ist jetzt hier der Weg? Ja, die anderen Höhle müsste das sein. Ein Höhleingang weiter unten. Oder das nur zum Strand. Das scheint nur zum Strand zu sein. Ich hoffe, ich denke schon an diesen See hier. Als hätte ich schon mal was vergessen in dem Spiel. Hallo? Tch, lächerlich. Und da geht es jetzt mal wieder. Mal ganz kurz schauen, das ist... Ja. Da müssen wir doch erstmal hoch. Und anders abbiegen. Kleines Plateau. Die Stelle. Wie es da aussieht. Übergang, wo es mit dem Geräusch noch manchmal so spinnt. Genau. Weil manchmal schon denkt, wir wären in der Höhle bereits. Was ist, wenn ich jetzt hier nach unten gehe? Da müssten wir da langsam ankommen. Ups. Diamanten und Lithium. Und Gold auch, was nicht so dringend ist. Davon habe ich relativ viel von Gold. Im Zweifelsfall sogar mal wegschmeißen. Wegen Lithium sind wir erstmal direkt hier. Und das nehme ich dann auch noch mit. Lass es einfach bleiben. Richtung. Ja, schon ein bisschen zu viel Gold eigentlich. Da geht's raus, glaube ich. Jetzt war ein Medikit weggeschmissen, ja. Diese Höhle. Dann sieht man die Spur aus Medikits, die ich hinterlassen habe. Verschiedene Wege noch, die interessant sind. Wenn ich einigermaßen in der Nähe der Basis ein Lithium-Vorkommen größeres gesehen hätte, wäre ich da vielleicht auch mit dem Krebs hingegangen. Was soll ich in die Höhle? Traue ich mich ja nicht ohne das komische Sprungkraft-Triebwerk-Dingens. Weil das komme ich ja nicht mehr raus. Ich habe ja nicht so viel Energie, um zu steigen. Ich habe das nochmal fast verstanden, vielleicht probiere ich es nochmal, aber es wirkt immer so, man kann es eine Weile machen. Dann ist der Teil komplett voll, wenn wir hier sind. Oder man kann es doch beliebig lang drücken, das habe ich jetzt gar nicht so sehr ausprobiert, ehrlich gesagt. Ist mal wieder. Andere Weg. Das einzige Interessante, zumindest was von dem ich jetzt weiß, vielleicht auch was anderes, aber ist unten dieser See. Vielleicht gucke ich mir das jetzt gleich noch an, bevor ich zurückfahre für den Zyklopen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Das ist in den Tag, wenn wir uns ruhig ein bisschen vollballern mal. Deswegen sind wir hier mit leeren Taschen hergekommen.
erstmal eine Weile ausgesorgt. Vielleicht baue ich sogar noch einen Schrank. Das wäre ein bisschen wahnsinnig. Aber wer weiß, wir haben schon Wilderes erlebt. Ich könnte noch einen Schrank bauen. Hey. Wir haben eine Menge Gold, Diamanten und vor allem Lithium. Sieht doch alles ganz gut aus. Ganz Insel hier leer räumen. Brauchen wir wahrscheinlich auch noch einen Schrank für. Hey. Nicht eingesammelt, ist mir auf den Kopf gefallen. Ach, ein Inventar ist voll. Schmeißen wir das hier weg. Wie wir es kennen. Wie wir es kennen und lieben. Okay, dann reicht das ja. Rum. Ob es überhaupt einen Zugang gibt, ist eine gute Frage. Na guck, wir enthalten auch noch Lithium. Ja. In den Außenbereichen der Insel gibt es da zumindest auch ein paar Vorkommen. Seemottee. Da wartet sie auf mich. Das ist schön. Welcome aboard, Captain. Ja, das passt jetzt so. Das passt so. So, aber jetzt könnte ich das Abwehrsystem erstmal einschalten. Jetzt könnte ich mal gucken, ob wir irgendwie einen Zugang finden. Entschuldigung. Ich will das ja nicht einfach so machen. Einen Zugang finden zu diesem unterirdischen See. Der Zugang könnte natürlich relativ tief sein. Keine Ahnung, wo der, also wenn überhaupt einer existiert, wo der sein könnte. Manchmal ein bisschen gruselig, finde ich. Viecher, Knochenhaie. Verzieh dich. Uff, das war doch, war es noch nicht drauf geachtet, war es jetzt der Impact von dem Knochenhai? Uraninit, wie das heißt. War da gerade. Was entdeckt von dem Knochenhai oder von dem Vulkan hier? 66 haben wir jetzt. Okay,
theoretisch könnte natürlich auch irgendwie so ein Höhleneingang, so ein Zugang in der Mitte sein. Und dann eier ich hier unten um den Fuß rum der Insel. Das muss aber nicht mehr unbedingt der Fuß sein, muss ja auch dann. Oder schon, weil unten viel mehr in die Breite gehen. Also es ist ein bisschen schwierig, das wirklich abzuschätzen. Ups. Ups. Die Oberfläche. Übrigens, ich habe glaube ich kein Reparaturtool mit. Weißt du, was ich jetzt gar nicht geplant habe? Muss ein bisschen aufpassen, weil es gab diesen einen Bergrücken, der unterseeisch da schon viel weiter von der Insel wegging, wo ich glaube ich gerade ein bisschen entlang fahre und gar nicht mehr wirklich bei der Insel bin zum Teil. Zumindest besteht die Gefahr. Tun, Nummer 1. Zieht euch mal. Boah, hier sind aber hai-verseuchte Gewässer. Vielleicht soll ich das lieber mit dem Zyklopen erkunden. Wenn ich dann eh mal hier runter möchte. Um die Alien-Basen noch zu finden. Dieser Bergrücken, den ich meinte, glaube ich. Wir sind schon weit weg von der Insel, ja. Dann fahren wir mal zurück. Erkunde ich das vielleicht mit dem Zyklopen. Da wird es sicherlich einen Zugang geben. Weil wenn ich jetzt von oben reinspringe in den See, muss ich da ja auch wieder irgendwie wegkommen. Das ist ja die andere Möglichkeit, das von dem Ende zu erkunden. Die Frage ist, ob ich da gefahrlos reinspringen kann und nicht auf einem Felsen zerschelle. Ist auf jeden Fall noch interessant, das möchte ich schon noch gerne machen. Schau mal, wir sollten vielleicht noch ein bisschen. Ach, ich habe keinen Platz gerade. Ich muss einen neuen Schrank bauen, dafür brauchen wir Titanium, ne? Dann kann es auch aufgeladen werden. Ich rette hier gerade überall gegen. So. Welcome aboard, Captain. Mal schauen im Frachtraum. Wir haben das Reparaturwerkzeug. Okay, kann ich dann gleich machen. Was zu essen zu trinken. Das sieht alles ganz gut aus. So. Dann müssen wir es in den Schrank laden und dann muss noch einen neuen bauen. Der ist schon voll. Der ist noch nicht voll. So, Titanhammer. Titan haben wir ja übrig, habe ich oben noch. So, schau mal, auf einen von beiden hatten wir sicherlich auch das Konstruktionswerkzeug. Sie ist das alles so ordentlich und so schnell zu finden. Mein System ist einfach perfekt. Das könnte nicht besser sein. So. Ich möchte einen weiteren Schrank bauen. Wir brauchen wir Quarz. Und Titan hat Quarz. Brauche ich lieber einen Wandspind? Ich brauche ja nicht so viel Platz. Aber der braucht nur Titan. Vielleicht mache ich sogar zwei. Ich bin ein bisschen crazy drauf heute, ich weiß. Ich mache zwei Wandschränke. Ey. Manchmal hat man einfach so Tage, wo man denkt, so heute bin ich so ein richtiger Badass. Und was soll ich sagen? Das kommt bei mir schon mal vor. Ich muss sogar noch hier zwischenbauen, ne? Geil. Einfach so. Mach ich einfach. Weißt du? Bestimmt klicke ich jetzt mal auf dieses scheiß Namensschild, ey. Das ist die dümmste Erfindung. Ich hasse das. So. Und hier ballern wir jetzt noch Zeug rein. Ich brauche 6 Lithium. Für die Konstruktion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich auch hier das Konstruktionswerkzeug lassen. Ein Lithium, ja, haben wir zu viel. So.
Da ist er ein bisschen aufgeregt, weil der Cyclops kurz vor seiner Fertigstellung steht. Passt er noch nicht in dieses Dock mit dem anderen? Steht da, glaube ich, auch dabei, dass es nur für die Seemotte und für den Krebs ist, oder? Das stellen wir hier her. Schauen wir mal, bestimmt. Ist jetzt einfach eingesteckt? Ja. Doch. Klettern geklickt. Und jetzt, was hatte ich schon ganz kurz? Einpacken, ja. Egal. Klettern. Okay, Fahrzeuge. Zyklop. Großes Tauchboot für industrielle Anwendungen. Be advised, the Cyclops is designed to be operated by a 3-person crew. Only experienced helms people should attempt to pilot this vehicle solo. Wow, der ist ja mal... Ich habe nicht gedacht, dass er so groß ist. Nicht, dass er von der Basis knallt. Puh, das war... Na, ein bisschen rangeeiert. Okay, an den Krebs. Holy shit! Okay, es ist wirklich industriell. Holy! What the? Ich habe gedacht, er wäre vielleicht doppelt so groß wie unsere Seemotte. Kann ich nicht weiter reintauchen? Ich hoffe... Was haben wir hier? Ist hier ein Zugang? Differential Lock? Ne, ist irgendwas anderes. Wo ist da der Einstieg? Hier oben vielleicht? Hier vielleicht? Ich würde ganz gerne in mein tolles U-Boot einsteigen. Holy shit, also ich hab nie damit gerechnet, dass es so groß ist. Das sehe ich eh nicht wie du. Ach, ich kann da reinsteigen. So, ich habe noch die, weil ich es genießen wollte. Vielleicht jetzt, ich hätte noch das deaktiviert, dass ich, deswegen, das deaktiviert, das hat, und dann zeigt er nicht an, wo ich vielleicht einsteigen soll, wenn es denn geht. Ah, hier steht es, Zyklop betreten, das ist ja hilfreich. Ich habe schon ein bisschen Panik bekommen gerade. Okay, dann müssen wir es gleich unauffällig, vorsichtig ausparken. Welcome aboard, Captain. All systems online. Dock und Dock. Ich muss mich jetzt mal umgucken. Verschlossen. Das ist mein eigenes, warum ist das verschlossen? Was? So. Innenbeleuchtung. Boah. Das ist ja Sensation. Das ist ja... Statusbildschirm. Feuerlöscher, sehr gut. Verschlossen, okay. Vielleicht muss ich erst das erforschen. Reiche ein Fahrzeug an. Ich kann. Täuschkörper. Energiezelle. Alter! Da kann ich die Seemotte andocken. Oder den Krebs. Oh, da kann ich den Krebs wohin fahren. Kann ich vielleicht sogar beide andocken? 6 Erweiterungsschächte. Da geht's dann nach unten. Holy! Damit habe ich nie gerechnet, dass das so ein gigantisches Ding ist. Ich dachte vielleicht, der ist wirklich so 3-mal so groß. Maschine starten. Geräuschloser Antrieb. Außenkameras aktivieren.
9 Meter, ja. Engine powering up. Ja, hinten links gibt es ein bisschen Probleme. Ich muss das mal weg. Ich muss auch in tiefere Gewässer damit. Hier hinten links übrigens das. Ich jetzt. Rig for silent running. Was meinst du? Ist alles abgefahren? Das ist ja alles abgefahren. A head slow. A head flagged. Emergency speed. Was, wenn ich nach vorne drücke? Vessel calibrating. Excessive noise. Okay, das ist völlig crazy. Da habe ich es ein bisschen ausgeparkt. Das ist völlig irre. Wie funktioniert das denn jetzt mit den Energiezellen hier? Weil im Prinzip. Also da muss ich mal alles rausfinden. Ich hoffe, ich kann hier zwei andocken. Das wäre perfekt. Den Krebs und die Seemotte. Boah. Ich bin völlig baff. Gar nicht mehr klar. Ohne Witz. Das ist komplett irre. Hammer. So, ich muss dich gleich nochmal bei Tag kurz genießen. Und dann. Ich weiß nicht, was ich. Genau. Dann probiere ich mal mit der Seemotte anzudocken und dem Krebs. Das sind nochmal zwei Sachen, die ich dringend machen möchte. Oh, ich bin mit. Oh, ich bin mit dem Zyklopen gegen die Hülle gefahren, ne? Weil ich da so festhing. Euch geht's noch gut da? Ja, alles sehr gut. Aber ich habe auch gerade kein Reparaturtool dabei. In der Seemotte. Hier, 1, 2. Ja, das war auch ein bisschen ungünstig. Das hing da fest. Das habe ich nicht gewollt. Die Seemotte ist auch ein bisschen kaputt. Wie geht's dem Krebs? Kann ich das 10% zahlen? Okay. Bin ich sonst irgendwo gegengeballert? Okay, was für eine Abenteuerfolge. Holy shit, okay. Ich muss noch kurz tief durchatmen, hier eine Pause machen. In der nächsten Folge repariere ich meine Basis. Ich gucke mir den Cyclops genauer an. Ich versuche die Seemotte und den Krebs anzudocken und erforsche das noch ein bisschen, was man da alles machen kann. Guck mir die Module an und. Bin erstmal sehr gehypt auf diese Sachen und damit können wir dann auch dann, wie das alles funktioniert. Also, Hammer. Gigantisch geil. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geht's spannend weiter. Bis dann.